Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Hashtag Xmas with Janessa Video. Wir haben heute mal wieder ein DIY für euch. Und was gibt es Besseres als eine Woche vor Weihnachten? Eine Woche. Könnt ihr euch vorstellen, dass heute in einer Woche Heiligabend ist? Nee, oder? Also ich finde das irgendwie ein bisschen schockierend, als ich das gestern festgestellt habe. Übrigens wünsche ich euch allen einen schönen dritten Advent. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, ganz ehrlich, dass in der Woche Weihnachten ist. Ich kann es noch nicht ganz verarbeiten. Aber wie gesagt, was gibt es Besseres als eine Woche vor Weihnachten ein DIY Last Minute Geschenke-Video? Ich glaube, gar nichts. Und ich habe heute zwei super einfache Ideen für euch. Einmal etwas zu essen und einmal ein super süßes Geschenk, was man eigentlich jedem machen kann, den man liebt. Oder auch nicht liebt, aber eigentlich eher die Leute, die man liebt. Denen man Danke sagen möchte oder was auch immer. Man kann das ja natürlich total abwandeln. Ich würde aber sagen, ich rede gar nicht weiter drumherum, sondern ich zeige euch sofort die DIYs, die ich für euch vorbereitet habe. Und denkt natürlich daran, dass in diesem Video wieder irgendwo ein Buchstabe versteckt ist. Denkt daran, euch diesen Buchstaben aufzuschreiben. Und am Mittwoch das Lösungswort. Ihr müsst natürlich am Ende alle Buchstaben dann zusammen zu einem, alle Buchstaben zu einem Wort zusammenbinden. Bauen, an die unten in der Infobox geschriebene E-Mail-Adresse schickt. Und ich glaube, das war's, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. Kennt ihr eigentlich eine Person, die keine gebrannten Mandeln mag? Also ich persönlich auf jeden Fall nicht. Deswegen dachte ich mir, was wäre perfekter, als gebrannte Mandeln zu verschenken? Dafür braucht ihr einfach nur Mandeln, und zwar 200 Gramm, eine Packung Vanillezucker, 125 Milliliter Wasser und 200 Gramm Zucker. Als erstes gebt ihr einfach die Mandeln mit dem Wasser und dem Zucker in eine Pfanne und verrührt das alles. Lasst die Pfanne auf jeden Fall auf mittlerer Hitze stehen und ihr merkt auf jeden Fall, wie schnell sich die ganze Konsistenz die ganze Zeit verändert. Wenn es so etwas, ja, ein bisschen bröckeliger wird, gebt ihr einfach den Vanillezucker dazu und irgendwann wird es staubtrocken. Aber immer einfach weiterrühren, denn danach fängt es an zu karamellisieren. Dann wird es auch quasi wieder ein bisschen flüssiger. Und wenn diese Stufe erreicht ist, gebt ihr einfach eure ganzen Mandeln auf ein Backpapier. Wir haben es jetzt auf eine Backfolie gegeben. Ihr könnt es natürlich auch einfach auf Backpapier geben. Lasst die Mandeln dann da auskühlen und nach 2 bis 3 Minuten sind sie schon trocken bzw. kalt, dass ihr sie anfassen könnt. Und dann einfach nur noch in eine Tüte packen und dann sind sie super zum Verschenken. Was gibt es Süßeres, als jemandem einfach mal Danke zu sagen? Dieses super süße DIY habe ich auch ebenfalls auf Pinterest gefunden. Dafür braucht ihr einfach nur eine Merci-Packung. Ich habe jetzt ein paar weiße normale Blätter benutzt, dann Büroetiketten, Tesafilm, eine Schere und verschiedene Stifte. Ihr könnt natürlich auch noch Aufkleber benutzen und eurer Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Als erstes müsst ihr auf jeden Fall versuchen, die Merci-Packung aufzumachen, ohne dass sie euch kaputt geht. Und dann kümmern wir uns auch schon direkt um den Deckel, denn der sieht ja ein bisschen langweilig und leer aus. Da habe ich mir jetzt erstmal ein weißes Blatt genommen und habe das zusammengefaltet und auf die eine Seite ein Herz gemalt und es dann ausgeschnitten, dass ihr natürlich ein sehr geometrisches Herz habt. Wie gesagt, ihr könnt da natürlich drauf machen, was ihr wollt. Ich habe das Herz jetzt erstmal pink angemalt, da das unter anderem die Lieblingsfarbe von meiner Mutter ist. Wenn ihr das dann erledigt habt, könnt ihr das Herz schon in den Deckel kleben. Könnt ihr natürlich wieder festkleben, wie ihr das möchtet. Ich habe jetzt Tesafilm genommen. Ihr könnt es auch gerne mit einem Klebestift machen. Ich hatte keinen da, deswegen habe ich einfach Tesafilm benutzt. Und da das Geschenk natürlich personalisierbar ist, könnt ihr euch auch aussuchen, wen ihr beschenken wollt und beziehungsweise wem ihr Danke sagen wollt. Ich habe jetzt, wie gesagt, meine Mutter genommen. Deswegen habe ich ganz groß in das Herz Danke Mama geschrieben. Dann habe ich angefangen, die Schokoriegel aus der Verpackung zu holen. Und habe auf den Boden nochmal eine kleine Nachricht geschrieben, dass derjenige sich noch ein bisschen mehr freuen kann, wenn er denn dann die ganzen Schokoriegel schon aufgegessen hat. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr es doch einfach weglassen. Ich fand es einfach nur ganz süß. Dann kommt eigentlich mit der
wichtigste Teil. Und zwar habe ich hier meine Etiketten genommen und das untere der Merci-Riegel beklebt, damit man da natürlich am Ende was draufschreiben kann. Ich habe aber die Farben von den Riegeln freigelassen, weil mein Papier leider nicht so lang war. Ihr könnt da wieder nehmen, was ihr wollt. Ich habe mich jetzt für weiße Etiketten entschieden, da ich danach mit bunten Stiften geschrieben habe. Ihr könnt das Ganze natürlich auch andersrum machen, buntes Papier nehmen und mit schwarzem Stift schreiben. Deswegen ist dieses DIY so cool, weil man einfach seiner Kreativität, wie gesagt, freien Lauf lassen kann. Und dann schreibt ihr einfach auf die Riegel drauf, wofür ihr demjenigen danken wollt. Zum Beispiel für seine Hilfe oder für seine Liebe, für sein Verständnis, für ein offenes Ohr oder für die Geborgenheit. Das ist natürlich ganz euch überlassen, wofür ihr euch bedanken wollt. Und wenn das erledigt ist, dann packt ihr einfach die Riegel wieder zurück in die Packung. Wie ihr die einsortiert, ist natürlich wieder euch überlassen. Ich habe die jetzt einfach ein bisschen abwechselnd immer reingetan. Und dann seid ihr auch schon fertig mit diesem super süßen DIY. Was ihr jetzt natürlich noch machen solltet, wäre, die Klappe bzw. den Deckel wieder zuzukleben, damit derjenige natürlich nicht sofort sieht, dass ihr das aufgemacht habt. Ich habe dann noch eine kleine Schleife genommen und sie oben drauf geklebt, da es ohne etwas langweilig ausgesehen hätte. Und wer freut sich natürlich nicht über so ein personalisiertes Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk oder Muttertags-, Vatertagsgeschenk? Ganz euch überlassen. Und das war's mit meinen zwei DIYs. Ich hoffe natürlich, dass sie euch gefallen haben. Falls ihr davon irgendwas nachmachen solltet, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns darauf verlinken würdet und das alles mit dem Hashtag XmasWithJanessa teilen würdet auf Instagram. Ich hoffe natürlich, dass ihr den Buchstaben in dem Video gefunden habt und dass ihr natürlich am Ende bei Jessie noch vorbeischaut. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder zu dem letzten XmasWithJanessa Video. Könnt ihr euch das vorstellen? Zum letzten. Oh mein Gott! Es ging viel zu schnell. Da werde ich ganz emotional nächste Woche. Ich würde einfach sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!